Wie sieht jetzt seine Rüstungsklasse aus? Minus 7 gegen Klinge, oh, das ist ein bisschen arg viel. Vikonia hat schon so einen. Wie sieht es bei dir gegen Klinge aus? Weil ich habe hier gegen Wuchtwaffen. Wie sieht's bei mir aus? Minus 2 gegen Wucht, minus 2 gegen Klinge. Das heißt, ich habe jetzt plus 2 gegen Wucht. Nee, dann sollte ich den Wucht anbehalten. Wie steht's bei Safana? Stich, Klinge, Geschoss. Du hast einfach nur Geschoss. Na komm, dann kriegt Safana den. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Können wir? Ja, wir können das Gebiet nördlich verlassen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Und uns noch die Farm oben ansehen. Wie ihr wünscht. Hallo, Zombies. Zombies töten. Das war ja die Zombie-Farm, stimmt. So, wir haben den Zombie-Farmer getötet. Es ist eine verdammt große Farm hier, aber voller Zombies. Hallo, Venrik. Hey, Kollege! Irgendetwas bringt die Leute hier auf den Höfen und in der Umgebung um, Zombies oder so. Ich verstehe ja, wenn euch so ein Auftrag nicht gefällt, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich weiß nicht, wer es sonst machen könnte. Wir haben alle schon seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Es müssen so um die 20 Zombies sein, also 10 sie, wenn ihr sie tötet. Was ihr das vorhabt, wenn ihr sie alle habt, dann kommt wieder her und ich gebe euch die 120 Goldmünzen, die ein paar von uns zusammengespart haben. Hey, Kollege! Sieht so aus. Ich habe doch gesagt, ich soll sie zählen. Wie viel habt ihr denn erwischt? Da sind wohl noch ein paar übrig. Die wenigen Siedler, die das Unglück haben, Landstriche hier am Fluss zu besitzen, sind von Zombies heimgesucht worden. Ein alter Bauer, Venrik, hat 20 gezählt und will mir 150 Goldmünzen geben, wenn ich alle Zombies vernichte. Hallo Kuh.
Ich werde träge und brauche Ruhe. Ich glaube, das Gebiet war nicht mal groß, weil das meiste vom Fluss eingenommen wird. Ah, halt, Zombie. Zombies. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ist das ein Fluss oder ein See? Ich glaube, das ist sogar so ein See hier. Fress deine Geld! Oder das vielleicht frostigen Tod! Oder nee, das müsste der Fluss sein. Ja, das ist der Fluss hier. Der macht dann halt hier die Biege. Ah, Weltkarte wollte ich nicht. Ich wollte wieder zurück. Naja, hier bin ich jetzt am nördlichsten Teil. Am Baldur's Gate-Schwertküste. Ich werde träge und brauche Ruhe. Naja, ein paar Zombies töten, das kriegen wir auch halb müde hin. So, mehr ist nicht begehbar. Warten wir, bis wir einmal hier ringsrum gelaufen sind, zu Wendricks Haus, geben die Quest ab. Plündern sein Haus noch. Hey, Kollege! Danke, das war mächtig kurzsichtig für euch. Vielleicht können wir jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Hier sind die 150 Goldmünzen, wie versprochen. Wenn wir mehr hätten, würden wir euch mehr geben. Eine Million von 150 Goldmünzen für die Vernichtung von 20 Zombies scheint mir ein bisschen niedrig. Vielleicht hätte ich verhandeln sollen. Mhm. Wenn das euer Wunsch ist. Die Verhandlung heißt Safana, die hier einfach mal alles aufbricht, was ihr so habt. Was haben wir hier Schönes? Schutzumhang. Ihr könntet Dorn und nur Dorn tragen. Ist das wegen dem Prinzenring? Ja, das wäre wegen dem Prinzenring. Na gut. Ja, wie ihr wünscht. So, ich glaube, der Weg da hoch ist kürzer. Als wie wenn wir wieder nach unten gehen würden. So, das heißt, es uns in Baldur's Tor umsehen.
Das Einzige, worauf ich mich nicht freue, weil Baldur's Tor einfach so riesig groß ist. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Oh, hübsche Cutscene. Peter, Wanderer! Ach, und da ist Elwitz da wieder. Einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Ach, dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall. Aber es freut mich wirklich, euch wiederzulegen. Ein Vergnügen, das ich nicht teile. Lasst mich in Ruhe, alter Mann. Es lohnt euch wiederzusehen. Was bringt euch her? Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann nach Baldur's Tor und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme macht. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, vor allem in Anbetracht des Drucks, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen. Auch euer eigenes Ich. Corian hat euch so gut er konnte aufgezogen, aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Was wisst ihr über Corian? Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander, jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen, aber seine Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf, naja, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsst. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben, ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meine eigenen Wege gehen. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen. Welche Motive ihr auch habt, ist es stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwer fällt, eure Abstammung zu trotzen, als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut, auch wenn Gorion tat, was er konnte, um euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht, mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten gegenüberzutreten. Ich erobere alles, ob von innen oder aus der Ferne. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, und ich tue, was am besten ist. Ich erobere alles. Diese Einstellung sollte ausreichen, hoffe ich. Nach Freiheit streben oder sich nicht beherrschen lassen. Sechs von einem oder ein halbes Dutzend vom anderen. Der Unterschied ist im Moment unwichtig, auch wenn sich solch unüberlegte Züge später als schwächer erweisen könnten. Wir werden sehen. Für heute werde ich euch einen grundsätzlichen Rat geben und einige Namen nennen. Scar von der flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig. Sein Vorgesetzter Herzog Entern ist ebenfalls rechtschaffen. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Ja. Wieder ist Elminster aufgetaucht, doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Er kannte Gorion offensichtlich gut und hielt ihn offensichtlich für einen geeigneten Ziehvater für mich. Er sprach auch vom bösen Blut und einem Makel, der mich verzehren wird, wenn ich nicht aufpasse. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnung befolgen, kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die er als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der flammenden Faust und Herzog Eltern. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir Elminster das empfiehlt. Baldur's Tor. Dieser Ort erinnert mich an Luskan. Beide Städte sind randvoll mit erbärmlichem Gesindel, dass ich nicht mal meine Stiefel putzen lassen würde. Luskan, ich schätze, ihr haltet dort was zu erledigen. Diese Leute sind nicht hier, um euch zu dienen, Dorn. Ich muss mir das nicht anhören, Dorn. Luskan? Vielleicht. Wenn wir weiter mit Verbündeten bleiben wollen, dann muss ich ein wenig mehr über euch wissen. Was meine Vergangenheit angeht, müsst ihr nichts weiter wissen, als dass ich Verrat nicht dulde. Was die Gegenwart angeht, seid gewiss, dass nichts und niemand zwischen euch und euren Zielen stehen soll. Solange ich an eurer Seite kämpfe.
Wie seid ihr zu einem derartigen Krieger geworden? Als mein Stamm auf dem Grat der Welt von Ogern überfallen wurde, brachte mich meine Mutter nach Luskan in Sicherheit. Dort lernte ich die Eigenarten der zivilisierten Leute kennen.